Beispiel Temptation Island und diese ganzen Shows da, wie du es gerade erwähnt hast, man das sich mal zu Gemüte führt, dann sieht man eben, dass die ganzen, oder die ganzen, also fast alle Teilnehmer da an solchen Shows mit okkulten Symbolen tätowiert sind. Ja, da hast du dann die Schlange, das Auge im Dreieck und so weiter und so fort. Ja, diese, ja, das stimmt. Da siehst du, oh, da wird das Ding wird gesteuert, bewusst gesteuert, die Menschen. In das stimmt. Also, da muss ich wirklich sagen, Tattoos. Ja, Tattoos haben wirklich eine sehr, sehr, sehr große Wirkung. Ja, also das macht ja auch was mit einem. Ich meine, ich bin ja auch fast komplett zutätowiert. Und ja, es gab auch mal eine Phase, wo ich auch diese Motive sehr interessant fand. Ja, und auch wirklich so richtig gewaltbereite Motive, ja. Extreme Motive. Und aber ich muss sagen, im Nachhinein bin ich einfach froh, dass ich mir habe nicht tätowieren lassen, sondern mich zum Beispiel für eine Justitia entschieden habe, ja. Oder für einfach gewisse Schmuck-Tattoos, ja. Weil das hat so eine extreme Wirkung auf den eigenen Geist, auf den eigenen Körper auch, ja. Ja, und so im Nachhinein, wenn ich so zurückdenke, es sollte nicht sein, weil irgendwie kam immer irgendwas dazwischen, ja, oder irgendwie in meinem Innersten, ja, beim Unterbewusstsein war ich mir dessen nicht sicher, ja, und so im Nachhinein wusste ich einfach, dass das, ja, weiß ich nicht auf Dauer ist, sage ich jetzt mal, und dass mich das zu stark negativ beeinflussen würde. Aber wie gesagt, die ganze Medienlandschaft wird ja gesteuert, wird ja nichts dem Zufall überlassen. Und eben diese ganzen Leute, die da oben mitmachen dürfen, die sind ja nicht einfach zufällig gewählt. Das sind die Illuminati-Kinder, die da in diesen Sekten hineingeboren werden und die werden dann gepusht. Die werden dann an solchen Shows da hineingesetzt. Und die verführen die Gesellschaft oder zersetzen die Gesellschaft durch diese extreme, sündige Verhalten. Und die Kinder und die Leute, die solche Sendungen schauen, die werden dann dadurch unbewusst dann für Sünde desensibilisiert. Absolut. Deswegen absolut. Die Gesellschaft Schritt für Schritt in dieses antichristliche, hypersexualisierte Gesellschaft, die von Menschen besteht, die nur an sich selber denken und nur an ihre sexuelle Befriedigung, also in der Art. Also ich erinnere mich. Die christliche Gesellschaft, die den Spaß an oberste Stelle setzt und alles dem Spaß dann bereit ist zu opfern. Absolut. Also ich bin ja jetzt noch absoluter Anfänger im Christentum, ja, und die Bibel muss ich ja auch noch komplett durchlesen. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es in der Bibel gab es da nicht auch mal eine Stelle, wo die Menschen komplett der Sünde verfallen sind, wo sie sich einfach komplett, ich weiß nicht mehr ganz genau, da müsste ich wirklich, aber es gab auf jeden Fall auch mal eine Stelle, wo das beschrieben worden ist, im Laufe der Zeit. So. Genau, wo auch. Da muss Paulus eben über den Endzeitmenschen, wie er charakterisiert wird. Und dann zählt er eben auf, ja, er wird prahlerisch sein, er wird egoistisch sein, selbstliebend. Genau, genau. Und dass er erzählt, stimmt, das hat er eben gesagt, ja. Palette, ja. Genau. Und das zählt genau auf die Menschen von heute zu. Extrem egoistisch. Nur auf das eigene Ich bedacht. Und ja. Ja, was wolltest du sagen, Bruder Dennis? Bruder, da hier habe ich noch zwei Anfragen und wieder locker möchte rein. Möchtest du mit ihm reden? Ja, keine Ahnung, was soll ich denn mit ihm reden? Das ist ja, ich glaube, das ist doch der, der. Ich kann ihn ja mal reinholen, wenn du, ja, wenn du möchtest. Ja, kurz, ja. Okay. Ihr Lieben, da würde ich auch gerade mal ganz kurz eingrätschen. Ich würde mich jetzt mal verabschieden, weil ich habe gleich eine Wohnungsbesichtigung. Ja, erstmal vielen Dank, dass wir. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Bitte. Dankeschön. Danke, danke. Und ja. Danke, das wünsche ich euch auch. Und auf jeden Fall bis demnächst. Ja. Bis zum nächsten. Wenn du Fragen hast, kannst du immer gerne reinkommen. Ja, sehr, sehr gerne. Werde ich auf jeden Fall jetzt des Öfteren machen. Okay, super. Ja, bis dann, ja. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ja. So.
Ja, Gottes Segen, hallo? So, Shalom an alle Christen und hallo an euch. Wie geht's euch? Ja. Danke, gut. Okay, also ein Kind des Teufels ist zu euch gekommen, um mit euch zu sprechen. Sehr wahrscheinlich jemand, der keinen Heiligen Geist hat. Jetzt kannst du mir erklären, Reza, was steht in Hebräer 6? Hebräer 6 sagt, dass in den jemand reinkommt. Soll ich das vorlesen? Nein, nein, nein. Nein, genau, ja. Tust das aufmachen. Tust Hebräer 6 aufmachen und lies für uns vor, bitte. Ja. Und wenn jemand reinkommt und. Warte ganz vor. Also Heiligen Geist ist halt. Was du sagst, Reza, ist unwertig. Wir lesen jetzt die Bibel. Verstehst du? Weil das, was du sagst, ist unwertig. Wir lesen jetzt die Bibel. Hebräer 6, Vers 4. Du fängst bei Vers 1. Bei Vers 1. Und nachher. Ja, lies es einfach. Lies für uns vor. Ich wollte nur den Hebräer 6, Vers 4, ne? Also nur diesen Vers. Nein, nein, nicht nur Hebräer 6, Vers 4. Wir sind ja nicht im Islam. Oder wir sind im Christentum und im Christentum, wir lesen den Kontext, wir lesen, was da drin steht. Oder? Und ihr könnt gerne hier Sachen erzählen. Okay? Und okay, wir lesen hier, was da drin steht. Bitte schön. Dann lesen wir ab Vers 1. So. Ja. Okay. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott mit der Lehre, mit der Waschung von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und das wollen wir tun. Von wenn Gott es zulässt, denn es ist unmöglich, die welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Welt sein und die dann abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Lies weiter, ja. Bitte schön. Ganz Vers 7 da. Vers 7, und danach tut Reza unser Gelehrte, unser Klären da, was da bedeutet. Wenn dass den Regen, der sich öffnet, darüber ergießt und nützlich Gewächs hervorbringt, denen für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Ja. Okay, also jetzt tut Reza, unser Gelehrte hier im Christentum, erklären, an wem wurde die Hebräer geschrieben, was hat das für einen Kontext da drin? Ja, tut uns jetzt unser Gelehrte hier erklären. Ja, wie das Wort schon sagt, an die Hebräer, an die Juden, die eben im Begriff waren, abzufallen, deswegen heißt es ja auch, wer feige zurückweicht. Abzufallen von was? Also, abfallen von was? Also, wir sehen hier einen Brief, der an Juden geschickt wurde, also an die Juden geschickt worden ist. Wir wissen zur Zeit der Apostel, an was diese Juden geglaubt haben, was sie ausgesprochen haben. Wir lesen in der Bibel. Und hier hat ein Kontext. Und es heißt es hier, es ist, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind. Also es ist unmöglich. Was? Für was ist unmöglich? Sie, also wieder zu Buße zu erneuern. Also diese Menschen wurden gar nicht zurück zum Christentum zurückkommen, weil sie wurden kein Buße tun. Sie wurden nicht, also wieder zu Buße zu erneuern. Diese Menschen wurden gar nicht zurückkommen. Genau, sie sind unbußfertig.
Nein, sie kommen nicht zurück zum Christentum. Sie kehren zurück zum Gesetz. Sie kehren zurück zum Gesetz. Zum Spott der Kreuz. Es geht hier um die Juden. Es geht hier um die Juden vom Hebräer. Nein, es hört zu. Es geht hier. Es geht hier um einen Kontext, einen Brief, die an die Juden geschickt worden sind. Und ich sage, dass wenn sie wieder zurückkehren, wenn sie einmal Christ geworden sind, also zum Messias gekommen sind, und sie gehen zurück zum ihrem Gesetz und zum Spott der Kreuz. Genau. Hast du mir einmal gesehen? Ja, zum Spott. Sie machen das Kreuz zum Spott. Ich lasse das Kreuz ab. Und die dann ab, es geht hier um zu. Nein, wieder zum Buße zu erneuern. Ja, aber da steht das Wort abfallen. Ja, abgefallen, wieder zum Buße zu erneuern. Genau. Leute, die abgefallen sind, ist unmöglich. Das hat gar nicht mit den Leuten zu tun. Das hat hier mit dem Kontext, mit den Juden zu tun. Wiedergeborene abfallen vom Glauben. Du sagst ja. Du sagst erst nein, man kann nicht abfallen und jetzt sagst du, man kann abfallen. Deine Lehre ist total widersprüchlich. Deine Lehre ist total widersprüchlich. Zuerst, ich sehe nur, dass du hier viele Sachen erzählst. Verstehst du, du lügst über mich. Also ich sehe hier mehrfach habe ich zugehört, wie ihr Sachen über mir erzählst. Hör zu, mein Privatleben hast du keine Ahnung. Mein Privatleben geht dir nichts an. Oder? Was interessiert mich dein Privatleben? Also, genau. Mich, was du sagst, aber wenn du sagst, eben, so wie dein Leben an mich ein Dreck interessiert. Das ist das, was du über das Wort Gottes sagst. Und was sage ich über das Wort Gottes? Ich sage, ich bin hier mit dir und ich spreche über das Wort Gottes. Ich spreche hier über einen Kontext, über den Hebräerbrief, die an Juden geschickt geworden sind. Ein Wiedergeborener sagst. Was sage ich? Dann weißt du nicht, was ein Wiedergeborener. Du bitte wiederhole, ich verstehe dich nicht, du bist abgehackt. Ein Wiedergeborener. Ein Wiedergeborener ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Er ist nicht teilhaftig wie in Hebräer 6, sondern versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und er kann nicht mehr abfallen. Und der Heilige Geist, nach Römer 8, ich habe besagt, nur die Hälfte verstanden. Er unseren Geist immer wieder bezeugt. Immer wieder bezeugt der Heilige Geist unseren Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also, du das sagst, heißt, man kann man abfallen oder nicht? Ist. Und kann man jetzt abfallen oder nicht? Nein, natürlich nicht. Aber du sagst ja, und die dann abgefallen sind, wenn jemand gar nicht wiedergeboren ist, wie soll er Christ sein? Ja, die kann abfallen. Nur ein 0,18 Gläubiger. Falsche 50er. Es gibt zwei Arten von Gläubigen. Ja. Genau, es gibt zwei Arten von Gläubigen. Ja. Das sagt ja der Herr Jesus in dem Gleichnis, Matthäus 13, also, zeig uns die zwei Arten von Gläubigen, indem du die Bibel aufmachst. Tust du bitte die zwei Arten von Gläubigen zeigen, jetzt mir da in der Bibel. Sagst du, was soll genau, der Bruder da aufmachen, was soll er lesen? Und dann zeigst du uns, entweder ist man gläubig oder nicht. Aber jetzt bei dir gibt es so ein zwei Art von Gläubigen, die Halbgläubigen, die falschen 50er und die richtigen Gläubigen. Oder wie ist es so? Gibt es. Ja, genau. Es gibt Wiedergeborene und es gibt Leute, die gläubig sind, aber nicht durchgedrungen sind. Und der Hebräerbrief ist an solchen Gläubigen, die aber nicht wiedergeboren sind, gerichtet. Und sagt der Hebräerbrief, ihr müsst nach vorne, anstatt feige zurückweichen. Ihr müsst nicht zurückweichen aus Angst und Gesetz Mose, sondern nach vorne und wiedergeboren werden. Und solche Gläubige, die nicht wiedergeboren waren, den Begriff abzufallen. Okay, aber du willst den Kontext im Hebräerbrief einfach weglassen und jetzt auf alles andere, du zum Beispiel, du sagst, ich bin jetzt ein Kind des Teufels, hast du hier zu deinem besten Kollegen, wie heißt der, Joker, zu deinem besten Kollegen Joker. Hast du mich gefragt?
Also ich habe zugehört. Doch, doch, dein bester Kollege. Ich weiß schon, er ist dein bester Kollege. Ich weiß schon, also, das ist es so. Ich kenne dich schon lange. Ich kenne dich schon lange. Ich habe da nicht Kontakt zum heute. Hast du sonst noch Fragen? Ja, eben, du hast bis jetzt mir nicht erklärt. Also ich habe gar nichts verstanden, was du da erzählst. Einmal kann man abfallen, einmal kann man nicht. Dann gibt es die halbe Gläubige und richtige Gläubige. Und du bist der richtige Gläubige. Reza Rapur hat die Weisheit mit den Löffeln gegessen. Nein, das stimmt nicht. Es gibt einige Leute, die das verstanden haben. Hast du Theologie studiert, Reza? Hast du Theologie studiert? Du hast einfach die Bibel studiert. Aber hast du Theologie studiert, ist meine Frage. Ich habe keine. Also ich bezeichne mich auch nicht als Lehrer wie du. Du stehst hier und predigst. Also du predigst, du bist hier und predigst irgendetwas. Ich frage nur, hast du Theologie studiert? Die Leute, die das begriffen haben. Ich studiere die Bibel. Theologie ist ein weltliches Studium. Das muss man nicht haben, das darf man noch nicht mal. Sondern du musst die Bibel studieren. Die Bibel studieren. Und deswegen sagt der Herr Jesus, sagt in Matthäus 13 bzw. Markus 4, das Gleichnis von dem Seemann, es gibt zwei Arten von Gläubigen. Eine, die eine Zeit lang glauben, aber in der Zeit der Prüfung abfallen. Und dann gibt es eine andere Gläubige. Also dort sind aber nicht nur zwei Artige. Dort sind ja mehr. Genau. Es gibt ja mehrere Gläubige dort. Nein, zwei Arten von Gläubigen. Richtige Gläubigen. Und zwar die eine, die eine Zeit lang glauben, aber dann abfallen in der Prüfung. Und dann die wahren Gläubigen sind die gute Erde sind, wo das Wort Gottes auf die fällt. Und sie ja, das ist so. Ja. Genau. Das heißt also, genau. Es gibt Gläubige, die aber nicht zu der vierten Sorte, nämlich zu der guten Erde gehören. Ja, das heißt, dass okay. Nicht also, wo hast du deine Lehre? Woher hast du deine Lehre? Das steht doch da. Du musst das ich frage, woher du deine Lehre hast? Also, du hast jetzt, du bist der Gelehrte. Du bist der Gelehrte. Oder, also, genannt auch andere nennen dich auch ihr Lehrer. Oder? Und darum bin ich jetzt da und spreche mit dir, weil du sagst, ich bin ein Kind des Teufels. Du tust hier Tickfeier auf andere Christen machen. Verstehst du? Und ich sehe einen Mensch, der rum verurteilt. Ja, also warum ist dein Grund? Ich sehe nur einen Mensch, der andere verurteilt. Verstehst du? Und du sagst, du hast den Heiligen Geist. Du sagst, du bist gerettet. Verstehst du? Ich sehe nur jemanden, der die Hebräer verdreht für sein eigenes Gelüst. Verstehst du? Nein, ich verstehe ganz gut. Ich verstehe ganz gut. Ich sehe Menschen wie dich, die Christen verunsichern. Ich sehe Menschen wie dich, die andere Menschen verunsichern. Verstehst du, zum Beispiel, stell dir vor, ein Christ, ein Muslim, er kommt zum Christentum, dann geht er zurück und dann merkt er, er ist vielleicht am falschen Platz gelandet. Verstehst du, er ist unsicher, er ist auf der Suche nach der Wahrheit und du nennst dann die Leute abgefallen. Du nennst Katholiken abgefallen. Du sagst, alle sind abgefallen. Verstehst du? Du baust deine eigene Lehre auf hier. Und du verunsicherst die Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind. Du bist kein Theologe, ich auch nicht. Ich bin auch kein Lehrer, habe ich nicht gesagt, dass ich ein Lehrer bin. Okay? Ich tue hier weder die Lehre vertreten von einmal gerettet, immer gerettet oder was anderes. Ich habe immer gesagt, es gibt Meinungsverschiedenheit. Okay, aber ihr macht hier, was ihr macht, also gegen eure Arbeit nichts, aber was die Lehre angeht, ihr macht die Leute hier, verlassen das Christentum wegen euch. Und nachher macht ihr ein Video, die Christen bekriegen sich, ihr habt mit dem Krieg hier angefangen, ihr. Okay, und dann andere Menschen Sohn des Teufels nennen. Abgefallen nennen und alles mögliche. Was seid ihr? Ihr seid nicht Gott. Ihr seid nicht Gott. Ihr solltet Buße tun und überlegen, was ihr macht, wenn 200, 300, 400 Menschen euch zuhören.
Okay? Ihr könnt gerne mir weiter Sohn des Teufels nennen. Falscher 50er nennen. Schaut euch in den Spiegel. Und dann kommt ihr zu mir. Okay? Shalom Aleichem. Ja. Ja. Ja, ein bisschen aufbrausend, ne, aber ja. Darf ich kurz was sagen? Ja, ja, natürlich. Also der Reza, der sagt ja, dass nach dem Gleichnis, ne, gibt es ja die wahren Gläubigen, die Wiedergeborenen quasi, die, wo die gute Erde sind. Und dann gibt es die Leute, die quasi der steinige Boden sind, wo das Wort mit Freude aufgenommen wird, aber wenn Verfolgung entsteht, dann fallen sie ab. Und ja. Man kann das auch natürlich verstehen. Ich verstehe das ehrlich gesagt auch so. Und wenn man jetzt sagt, dass der Hebräerbrief jetzt nur an die Juden gerichtet ist, das kann ja schon sein, aber die Juden sind ja genauso Menschen wie wir, weißt du? Also für die gilt ja auch eigentlich im Endeffekt dasselbe wie für uns, ne? Und wenn wir abfallen oder ob jetzt die dann abfallen und nicht richtig im Glauben waren oder was heißt, halt felsiger Boden waren, nicht wiedergeboren waren, dann gibt es halt kein Zurück mehr, sage ich mal, zur Buße. Und das ist ja eigentlich, ja, kann man schon auf jeden Fall so aus der Bibel herauslesen. Das ist jetzt nicht irgend so eine Lehre, die man von irgendwo aufgegriffen hat, aber wenn jemand das nicht so sieht, verstehe ich das auch. Ich muss auch nicht jetzt mit dem dann darum streiten, weil ich sehe es, wie ich es sehe. Und wenn er es nicht so sieht, dann wir werden es halt am Ende irgendwann alle sehen, ne? Ob wir dann wiedergeboren waren oder nicht, ne? Aber ich würde sagen, was der Reza sagt, das ist auf jeden Fall ersichtlich aus der Bibel. Ich habe das auch so verstanden. Ja. Und ja, also. Aber ich will auch jetzt nichts gegen den Vita Loca sagen, wie gesagt. Also ich finde es auch ganz nett, wenn er manchmal Streams macht und dann mit den Muslimen so ein bisschen kämpft. Und da tut er ja auch relativ gut debattieren und so. Ich habe jetzt nichts gegen den, aber ich finde es nicht in Ordnung, dass man jetzt so immer wieder so zum Streit kommt, sage ich mal. Also ich sag auch ganz ehrlich, also ich weiß ja auch, also wenn, guck mal, oder ich sag dir auch ganz ehrlich, weißt du, wie oft ich als Kind des Teufels beleidigt worden bin. Weißt du, wie viele Leute mich beleidigt haben? Du bist ein Teufelskind. Du arbeitest mit dem Teufel zusammen. Weißt du, mir ist es egal. Verstehst du auch, wenn jemand mir das Heilen abspricht und Videos gegen mich macht, dann ja, mir ist es egal. Ja, das ist ja der Punkt. Also du hast dich jetzt mit denen nicht mehr gestritten, sondern du hast, sage ich mal, die Leute trotzdem gesegnet und bist deinen Weg gegangen, weil du weißt, an was du glaubst, richtig? Ich sag dir doch ganz ehrlich, mir ist es egal. Wenn du mir das Heil absprichst und sagst, du bist ein Teufelskind, der Herr segne dich. Warum soll ich mich aufregen? Was habe ich davon? Nein, dann ist es so. Ja, das ist deine Meinung. Warum soll ich jetzt hier da reingehen und so? Dann, ja, deine Meinung. Was soll ich machen? Soll ich mich wie so ein kleines Kind aufregen? Hey, der hat mich Teufelskind genannt. Nein, weißt du, wie oft ich beleidigt worden bin? Hey, ich habe Nachrichten bekommen, die gesagt haben, tu Buße. Ein Dämon spricht aus dir. Ja. Natürlich, wir werden. Ja, und man hat nie ein Stream gesehen, wo du so zu den Leuten gegangen bist und dann mit denen zu diskutieren, warum das so ist. Du hast es einfach so stehen gelassen und fertig. Es ist einfach nur schrecklich, was hier auf TikTok abgeht. Ne? Es ist einfach nur noch nicht mehr nicht, normal. Das ist nicht schön. Ne? Wahnsinn, ey. Es ist echt umf. Es ist schrecklich, die Christen, ey. Ohne Witz, so jeder gegen jeden. Das ist nicht mehr normal, was hier abgeht. Krieg gegen Krieg. Das Gefährliche eben ist, an dieser Stelle mit Hebräer 6,4, wenn du nicht darauf hörst und Gott dich prüft, ob du wirklich diese Stellen auch ernst nimmst, er wird falsche 50er vor deine Nase setzen, die schon mal abgefallen sind und so tun, als ob die wieder da sind, um dich dann zu zerstören. Der Herr möchte wissen, ob du das Wort siehst, so wie es auch da steht und es auch anwendest und glaubst, oder ob du sagst, das steht zwar da, aber das tut mir so leid für die Leute, die sagen, Jesus, Jesus, ich bin wieder zurück. Nee, ich höre lieber auf mein Herz, anstatt auf das Wort. Das ist das Problem, nee, das was ist, wir haben. Das ist lauwarm, ne? Ja,
Das heißt also, die lassen dann solche Teufelskinder wieder rein und diese Teufelskinder gehen hin und zerstören und setzen zur Zerstörung an. Nutzen Christen aus. Finanziell zerstören sie sie. Anstatt, wenn sie darauf gehört hätten, die Tür zugemacht hätten, würden sie sich vor Zerstörung bewahren. Und so kommt dann das Gericht über sie. Weil ich kenne Leute, die angeblich zurückgekommen sind und sehr viel Zerstörung angerichtet haben. Ich sage den Namen nicht und ich sage auch nicht, was sie gemacht haben. Aber die Leute sind an Existenz, an Existenzbruch gekommen, weil sie sich auf diese Leute also eingelassen haben. Und ich habe denen gesagt, siehst du, hättest du auf das Wort Gottes gehört, wärst du jetzt nicht so zerstört. Ja, sehr traurig. Aber jeder muss fühlen. Wenn er nicht hören will, muss er fühlen. So einfach ist das. Ja. Ja, grüße euch zusammen. Erstmal, ja. Zum Tene möchte ich sagen, er hat vollkommen recht. Diese Menschheit, wir leben in einer kranken, traurigen Gesellschaft, ja, wo Hass und Habgier an vorderster Front ist. Und TT zeigt es tagtäglich in vollen Zügen, ja. Und im Endeffekt, der Glaube ist ja alles gut und schön, ja, aber der Mensch ist der Hauptgrund, nicht der Glaube. Beziehungsweise, ja, ich korrigiere mich, beziehungsweise der Glaube hat viele Menschen schon getötet, mehr als Zigaretten. Ja, der falsche Glaube, genau. Das ist eben, wenn man unter dem Einfluss des Satans gerät mit seinen Religionen, natürlich geht man hin und tut man eben Übeles. Aber ein wiedergeborener Christ sollte natürlich durch den Heiligen Geist geleitet und der Sünde fern sein. Trotzdem ist immer noch ein Mensch und ein Sünder und nicht Gott. Und auch er wird Sünden begehen, aber er ist errettet. Ein wiedergeborener Christ ist aber errettet, obwohl er noch sündigt. Das ist ja das Ziel Gottes, dass er einen Sünder begnadigen kann, damit er auch errettet wird. Sonst wird ja kein Mensch errettet, weil wir sündigen von Anfang bis zum letzten Atemzug. Und es muss aber ein Retter her, eine Rettung her, obwohl wir sündigen. Das heißt also, die Rettung darf nicht an unsere Sünde geklebt sein, behaftet sein, sondern muss außerhalb von unserem sündigen Natur sein. Das muss ja, das stelle ich mir sein. Die Frage, lieber Ritzer, stelle ich mir die Frage, wo fängt Sündigen an? Ja. Ja? Wo fängt das an? Menschen zu diskriminieren, erniedrigen und sonstiges, in aufzwingenden Glauben, in irgendwas, ist das schon Sünde? Ja, ja. Wenn du die Menschen diskriminierst, wenn du die unnötig beleidigst, ihnen sozusagen Schaden zufügst, jeglicher Art, natürlich, das ist Sünde. Aber einen Irrlehrer, der sich eben hineingeschlichen hat in die Christenheit, um die wahre Lehre zu verdrehen, damit die Leute nicht zu ihrem Heil gelangen, sondern abfallen bzw. gar nicht das Heil haben, so einen Irrlehrer musst du öffentlich anprangern, damit die Leute gewarnt sind. Das nennt man einen Wolf im Schafspelz, erkennen und raushalten aus der Herde, damit er die Herde nicht reißt. Und dazu benötigt eben die Gemeinde Jesu Christi Hirten, die aufpassen, die wachsam sind. Und das ist nicht jeder Christ, sondern es sind bestimmte Menschen, die diese Aufgabe innehaben, die durch den Geist Gottes geleitet werden. Diese Aufgabe, die Kinder Gottes, die Schafe des Herrn Jesus Christus zu führen, ohne dass sie von Wölfen im Schafspelz gerissen werden. Das ist diese Hüteraufgabe. Also, ne, man muss Leute öffentlich an den Pranger stellen, die eben Zerstörung anbringen und die Leute eben von ihrem Heil abdrängen in Christus Jesus. Ja, aber ich sag dir jetzt ein Beispiel, ja. Ich war jetzt bei einem König der Orthodoxen. Er hat mich gefragt wegen den Namen. Dann habe ich gesagt, mein Name ist Samuel. Ja? Dann hat er mich geurteilt über den Namen, hat er gesagt, wie soll ich dich ansprechen? Hat er gesagt, König der Orthodoxen. Dann habe ich gesagt, gerne, spreche ich dich gerne an. Ich bin Gast hier und ich werde dich ansprechen. Weißt du, was er gesagt hat im Endeffekt? Er hat gesagt, du bist nichts wert, Lucifer. Du bist der Rotz und den spucke ich dir ins Gesicht. Ja. Ja, das ist natürlich übel. Aber wenn du schon dich so dahin begibst, ja, zum Luzifer, dann kann sein, dass die Leute eben die Türen zumachen und dich gar nicht erst reinlassen. Ja, aber was hat das mit dem Glauben zu tun? Der hatte nicht das Recht, mich zu erniedrigen oder diskriminieren. Ja, das geht gar nicht.
Ja, das stimmt. Das sagt sogar das Wort Gottes, dass wir nicht Satan oder Dämonen eben auch lästern dürfen. Kein lästerndes Wort über Satan. Ja, zum dritten Mal, das ist korrekt. Ja, okay. Dann, ja. Aber was denn wieder locker betrifft. Wie bitte? Er ist der Meinung, wieder locker ist der Meinung, beziehungsweise er glaubt an die Lehre, dass ein Gläubiger abfallen kann vom Glauben. Und er weiß ja gar nicht mal, was ein Wiedergeborener ist. Aber sagen wir mal, okay, jetzt weiß er durch meine Lehre. Retzer, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Entschuldigung. Aber es kommt auf diese Frage hier, was du gerade erzählt hast. Entschuldigung für die Unterbrechung. Schau, weißt du, was ich nicht verstehe? Ein Moslem, ja, kommt als Moslem auf die Welt. Mit einem gewissen Alter sagt er, nein, ich möchte nicht mehr im Koran, ich möchte die Bibel studieren, ich möchte jetzt Christ sein. So, ein Christ kommt auf die Welt, mit einem gewissen Alter sagt er, nein, ich möchte kein Christ sein, ich möchte Moslem sein. Warum dieser Sinneswandel? Ja, weil im Laufe des Lebens der Mensch sich eben umentscheiden kann. Dies ist ja auch, dass die Menschen eben nicht gleich bleiben, Zeit ihres Lebens, ja. Das heißt also, die ändern ihre Meinung und. Das hat damit nichts zu tun. Aber wie ein wiedergeborener, echter Christ kann nicht mehr abfallen. Und wieder locker, der Mann von ihm, der sagt, doch, ein Wiedergeborener kann vom Glauben abfallen. Und das ist eben die Lehre der Werksgerechtigkeit, weil dann muss der Mensch ja sich durch seine Werke selbst erlösen. Deswegen sage ich, das ist ein Kind des Teufels. Das heißt, er glaubt an eine Irrlehre, die absolut in die Finsternis führt. Das ist die sogenannte Lehre der Werksgerechtigkeit. Nicht Gott bewahrt uns, sondern wir durch unser Nichtsündigen. Aber wir wissen ja, dass wir Sünder sind, durch und durch. Wir können uns nicht bewahren. Wenn Gott uns nicht bewahren würde, wir würden verloren gehen. Das heißt, es muss eine Versiegelung her. Es muss Gott uns versiegeln, die Tür zumachen, den Schlüssel abziehen. Und erst, wenn wir bei ihm angekommen sind, erst dann das Siegel abnehmen. Wir kennen das ja beim Zoll. Ja? LKW geht zum Zoll beim Anfang seiner Fahrt. Er wird versiegelt, damit er nicht mehr drankommt während der Fahrt. Bis er am Ziel angekommen ist. Und erst am Ziel darf der Zoll wieder den Siegel abnehmen. Während der Fahrt darf das niemand abnehmen, das Siegel. Nur am Ende der Fahrt, wenn er am Ziel angekommen ist. Und zwar wieder vom Zoll. Richtig? Und der Zoll repräsentiert hier Gott, den Herrn Jesus Christus, der uns versiegelt, wenn wir wiedergeboren werden, hier in diesem Leben. Und er macht dann halt zu über uns, damit wir nicht mehr innerhalb unseres Lebens abfallen können, verloren gehen können. Und erst am Ende unseres Lebens, wenn wir schon bei ihm sind, nach dem Leben, nach dem Tod, dass er diesen Siegel dann abnimmt, weil wir schon angekommen sind. Das heißt, innerhalb dieser Zeit sind Gefahren da, wo der Mensch eben verloren gehen könnte, abfallen könnte. Und deswegen wird versiegelt. Aber noch was, wir sind trotzdem nur Menschen. Gläubige. Wir sind Mensch ist Mensch, Herz und Charakter zählt. Hat der geborene Christ oder wiedergeborene Christ das Recht, Gott zu spielen, Jesus Christus, der Heilige Geist? Hat er das Recht, dies zu spielen und den anderen den Glauben aufzuzwingen? Nein, hat er nicht. Aber er kann den Menschen aus Liebe den Glauben an den Herrn Jesus Christus näher bringen, damit er eben errettet wird. Ja, okay. Mhm. Aber nicht aufzwingen. Aufzwingen, das ist Islam. Das ist Katholizismus. Der Katholik, der Katholizismus hat im Mittelalter die Leute zum Glauben gezwungen, sonst Kopf ab oder Folter. Und da sieht man, dass diese katholische Kirche eben vom Teufel ist. Ja, der Herr Jesus hat ja nie gesagt, ihr sollt die Leute zum Glauben zwingen. Ey, das Gegenteil. Wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halte eben auch die andere hin. Da geht die katholische Kirche hin und foltert und tötet Menschen. Also das sind Antichristen, gegen Christus. Und so ist auch zum Beispiel der Islam, der Katholizismus und alle anderen Weltanschauungen und politische Richtungen, die totalitär sind, wie zum Beispiel hier der Kommunismus oder der Nationalsozialismus, der Faschismus. Diese totalitären Systeme arbeiten eben mit diesem Unterdrückung. Ja, du glaubst oder du machst entweder mit bei unserem Glaubenssystem, oder wir machen dich den Kopf kürzer. Wenn du das was dagegen hast, dann machen wir dich
halt. Ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes korrekt. Aber Menschen, wie nicht falsch verstehen, ich urteile niemanden, ja, und ich urteile auch keinen Glauben. Aber es gibt Menschen in Afrika zum Beispiel, Moslem, ja, die gehen mit Macheten in die Kirche und köpfen die Leute, die, ja, Christen. Ja, 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 natürlich, ja, ja, ja. Weil da steht ja in ihre, weil da steht ja in ihrem Koran, Sure 47, Vers 4, wenn ihr auf die stoßt, die ungläubig sind, dann herunter mit dem, mit ihren Köpfen. Bis ihr ein Gemetzel, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. Dann schnürt ihre Fessel fest, fordert danach Lösegeld. Ja, und wir kennen ja diese Videos, wo diese Terroristen hinter diesen Gefangenen im Video stehen und sagen, Lösegeld oder Kopf ab. Mhm. Kennen wir doch alle. Ja, mhm. Sure 47, Vers 4, Koran. Das sind richtige Gläubige. Das sind echte Muslime. Keine Disco-Moslems. Die Worte Allahs im Koran umsetzen. Jetzt muss man gucken, stimmt das überhaupt? Steht sowas im Koran? Und das muss man eben prüfen. Sure 47, Vers 4. Und dann weiß man die Wahrheit. Im Gegenzug dazu haben wir den Herrn Jesus, der sagt, ihr müsst sogar euer Leben hingeben und nicht Gewalt anwenden. Sogar wenn ihr geschlagen werdet, dürft ihr nicht zurückschlagen. Um deine Frage zu beantworten, der echte Elia, versteckter Christ, nein. Ich bin Atheist, Entschuldigung. Ich bin Atheist, ja, ohne Bekenntnis. Aber vor 10 Jahren hatte ich ein Erlebnis, eine Nahtoderfahrung, und ich glaube fest an Gott, Jesus Christus, keine Frage. Aber Luzifer ist für mich an erster Stelle. Ja, dann glaubst du ja gar nicht an den Herrn, sondern du bist noch unter seinen, unter Luzifers Fittichen. Na, weißt du, warum ich an das glaube? Weil es wird der Tag kommen, jetzt könnt ihr mich beurteilen oder vorurteilen oder sonstiges. Es wird der Tag kommen, wo Luzifer, der gefallene Engel, vor Toren des Himmels steht, Gott um Vergebung bittet, Gott vergibt ihn und er wird Gott und Luzifer wird die Menschheit eines Tages retten. Nein, das ist genau das Gegenteil, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass der Satan in den Feuersee geworfen wird. Ich rede nicht hinterm Rücken, lieber. Du musst zuhören, wenn ich spreche. Ich rede nicht über den Rücken. Das ist die Wahrheit, was ich spreche. Ja, es gibt schlimme Christen, es gibt schlimme Moslems, das ist immer der Mensch dahinter, ja, oder der Koran, was da steht, oder die Bibel ist auch nicht ohne, ja, gewisse Vers und so Sätze und so. Also ich spreche nur die Wahrheit, ja. Das hat nichts mit hinterm Rücken zu sprechen. Die du meinst, die nicht ohne sind. Nenn mir mal ein Beispiel. Da kann ich das erklären. Bitte? Du hast gesagt, es gibt auch in der Bibel Dinge, die nicht ohne sind. Ja, glaubst du wirklich alles? Die Bibel ist von einem Menschen Hand geschrieben. Nein, gleiche mit Koran, nur die Bibel steht weit voraus. Nein. Der Koran ist von Menschen. Aber die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert. Ja, wer hat die wahre Bibel geschrieben? Wer? Das, was wir lesen, ja, das Testament, Neue Testament, Bibel oder sonstiges, das ist alles nur wiedergegeben. Ja? Die wahre Bibel ist im Vatikan, in Rom, in den Katakomben. Das werden wir nie lesen können. Das sind da irgendwelche Behauptungen. Da steht was ganz anderes drin, oder wie? Nein, bitte? Nein. Das sind irgendwelche Behauptungen. Ja, aber die. Hallo, singen alle. Aber die Qumran-Rollen, die sagen was anderes. Die sagen, dass das, was da der Bibel drin steht. Ja, und auch wie, wenn es einfach normale Menschen sind, wie sollen die denn die Zukunft voraussagen? So viele Prophetien haben sich erfüllt, die weit in der Zukunft lagen oder auch nach dem Lebensbereich eines Propheten, wo er schon lange gestorben sind und die haben sich erfüllt. Wie soll denn ein normaler Mensch hell sehen? Ich habe auch eine von ACP für euch. Du hast genug. Ja, ich urteile niemanden. Ja, Retzer hat ein sehr hohes Wissen. Ich respektiere ihn, solange er mich respektiert. Ja, ich wiederhole, er hat ein sehr, sehr hohes Wissen. Ja, jeder hat ein Wissen im Endeffekt. Ja, ein höheres, einer nicht zu wenig. Jeder ist perfekt oder jeder ist einzigartig in jeglicher Art und Form. Aber da urteile ich nicht. Ja, aber der Retzer, der Benny hat geschrieben, Retzer, wie würdest du als Ältester mit Menschen wie der Locker umgehen?
Alle sind gestorben, alle sind irgendwie. Alle sind weg. Ja, ich bin da. Kann ich kurz was sagen? Da. Ich bin unterwegs, hier ist bei mir so laut, deswegen höre ich raus, aber ich bin da. Ja, Römer, sagst du erstmal. Also der Lichtspringer da, der hat ja gesagt, dass die echte Bibel im Vatikan ist. Und erstens ist es ja eine reine Behauptung und zweitens soll dann da was ganz anderes drinstehen als in unserer aktuellen Bibel. Ihre Schriften, die gefunden wurden, wie auch der Sifo gesagt hat, Qumran-Rollen und so, die bestätigen ja die Glaubhaftigkeit der Bibel. Und noch dazu ist es ja nicht einfach ein Buch, was von Menschen geschrieben wurde, weil ein normaler Mensch kann nicht einfach so viele Prophetien niederschreiben, die sich später erfüllen. Ja, das wollte ich schon mal kurz sagen. Genau. Römer, wenn du möchtest, kann ich dich gerne zum Modi machen. Zum was? Moderator. Was muss ich da machen? Ich weiß nicht Bescheid. Beleidigung sperren. Leute, die beleidigt sperren. Ja, gerne. Kannst du machen. Ich habe auch gesehen, du hast ja vorher die Kommentare auch ausgeschaltet. Nee, das war ich nicht. Ach so, ja, okay. Komisch. Wer hat denn gerade nochmal gesagt, also Lucifer, du hast gesagt, die originale Bibel ist im Vatikan. Hast du die originale Bibel in der Hand? Na, sicher nicht. Wir haben alle die originale. Ja, das glaubst du. Das glaubst du, dass das die originale Bibel ist. Das ist nachgeschrieben. Ja, ich muss aber dazu sagen, die Bibel ist natürlich nachgeschrieben. Sie wurde immer wieder abgeschrieben. Aber von den frühesten Exemplaren, bevor es überhaupt den Vatikan gab, haben wir Schriften und Abschriften und Abschriften. Das nennt sich Mehrheitstext. Und diese Schriften sind mehr oder weniger identisch. Da sind vielleicht Kleinigkeiten im Artikel oder so unterschiedlich. Und wenn der Vatikan eine einzigartige Bibel hätte, dann könnte man beweisen, dass diese Bibel gefälscht wäre. Und auch, ja, wenn es so wäre, wenn sie überhaupt so eine Bibel hätten, die einzigartig ist, darüber weiß ich jetzt nichts. Aber es ist unwahrscheinlich, dass die Bibel gefälscht ist, weil die Apostel sind ja in verschiedene Länder gegangen. Ja, der eine in Richtung Indien, ich glaube Thomas war es, der andere Richtung Ägypten, der andere Richtung Rom, der andere Richtung Griechenland. Und dort haben sich viele Schriften gebildet, die wurden gesammelt. Und es ist auch keine Verfälschung möglich, weil derjenige, der das hätte verfälschen wollen, müsste in alle diese Länder gehen, jedes einzelne Exemplar finden, alles umschreiben und fälschen quasi. Und die Leute hätten es ja auch gemerkt, weil am nächsten Tag wäre ja was anderes gepredigt worden. Weil viele Leute konnten ja nicht lesen, aber die hätten ja mit den Ohren gehört, dass da auf einmal was ganz anderes wiedergegeben worden wäre. Ja? Und auch dadurch, dass so viele Schriften entstanden sind, gesammelt worden sind, immer wieder abgeschrieben worden sind, haben wir auch im Gegensatz zu den Muslimen ganz, ganz, ganz viele verschiedene Schriften aus verschiedenen Zeiten. Und wir können so immer vergleichen, wenn wir irgendwas finden, ob das zum Mehrheitstext passt oder nicht, ob das authentisch ist oder nicht. Ja, und aus diesem Grund ist das halt, wie gesagt, unwahrscheinlich. Aber schau, jetzt lese ich einen Vers aus einer Bibel vor, die was ihr nicht mögt, ja? Und das ist leider der Wahrheit entsprechend, ja? Das ist vielleicht ein Vers, was der Wahrheit entspricht. Und wie gesagt, es wird euch nicht gefallen. Ah, bitte? Lucifer, darf ich dich was fragen? Ja, bitte. Du musst zwar nicht darauf antworten, aber hier hat einer geschrieben, ich soll dich mal fragen, welche Rituale hast du gemacht, welche Rituale hast du in der Freimaurerloge gemacht? Ich bin seit 10 Jahren in dieser Freimaurerloge, schottische Rituale, ja, ihr könnt gerne googeln, alles kann ich natürlich nicht preisgeben in der Bruderschaft, aber ich möchte zuerst den Vers vorlesen, ja, ist das in Ordnung? Moment, das ist in der Bibel und das ist leider die Wahrheit. Lucifer, Satan, bedeutet, dass der Mensch lediglich ein Tier unter anderen Tieren ist, manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner, da er aufgrund seiner göttlichen, geistigen und intellektuellen Entwicklung zum bösartigsten aller Tiere geworden ist. Ja, ja. Was sollen wir davon jetzt nicht mögen? Jetzt sag mir doch schon mal, ich habe dir gesagt, der Mensch ist Tier, ich fühle mich nicht als Tier. Das sagt er, kann sagen, was er möchte, aber wenn Mensch Tier wäre, dann soll mich nicht mit deinem Tier vergleichen. Wenn du dich mit deinem Tier vergleichen möchtest... Ja, nicht vergleichen, nicht vergleichen. Doch, kurz vor dem 30. Grad.
Er sagt zu dir, er sagt, der Teufel sagt, ein Mensch ist zum gefährlichsten Tier entwickelt. Und ich bin kein Tier, ganz einfach. Wenn du dich als bezeichnen möchtest, bitteschön. Ich bin nicht als Tier, weil ich bin nicht als Tier geschaffen. Ja, das ist korrekt. Das ist schon richtig. Das ist, da gebe ich dir auch recht. Aber wenn man sagt, der Mensch ist und bleibt das größte Raubtier auf Erden, dann hat es auch einen gewissen Grund. Der Hass, die Habgier, der Neid. Menschen würden durch Neid töten. Natürlich, aber es macht und genau deswegen das macht dich nicht zum Tier, weil ein tötet dich nicht aus Neid. Ein tötet dich nicht, weil er Lust hat. Klar gibt es auch Tiere, die so ein bisschen Intelligenz haben, die auch mit Tieren spielen. Aber das hier, du kannst das Tier nach seiner Moral bewerten. Willst du einen Tiger mit der Moral haben, weil er ein Lämmchen gegessen hat? Wie denn? Kannst Nein, das ist sagen. Korrekt. Ja, es gibt schlaue Tiere, das ist richtig, das ist korrekt. Ja, aber da merkst du einen ganz großen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Du kannst Mensch und Tier nicht vergleichen. Ja, nicht vergleichen, nicht vergleichen. Ich habe nicht gesagt vergleichen. Oder den Tier. Du sagst, Mensch ist der gefährlichste Raubtier. Wenn du sagst, der Mensch ist das gefährlichste Wesen, da bin ich bei dir. Wenn du sagst, der Mensch ist das gefährlichste Raubtier, bin ich bei dir. Mensch ist kein Tier und ein Tier ist kein Mensch. Das sind die Tier hat keinen Wert. Ein Tier kommt nicht feiern mit dem Geburtstag. Das kann man, das ist null. Sieht man, das, was ja. du liest, ist Nonsens. Du solltest Wer spricht denn da eigentlich, wenn ich fragen darf? Wer spricht denn da? Sifu, der Motorradfahrer, der Sifu. Also, ja, okay. Ja, da bin ich auch voll auf deiner Seite. Ja? Vielleicht ist das ein falscher Ausdruck, das Raubtier. Und da gebe ich dir auch recht, ein Tier und ein Mensch in zwei Paar Schuhe. Vollkommen richtig. Ja? Also dann sagen wir halt ein, wie soll ich sagen, ein böses Wesen oder sonstiges. Das Wesen, böse sind nicht bei dir. Aber das ist ein Sündiger. Ein Mensch ist ein Sündiger. Das ist unser Problem. Das Problem ist, dass Mensch nicht ohne Sünde leben kann. Und dafür hat sich der Herr für uns geopfert. Der hat gemerkt, wir haben den freien Willen. Das merkt schon, wenn wir, pass auf, wenn wir in einen Laden gehen, ja, und wir kaufen Früchte, ja, dann entscheiden wir uns immer für die schönste, die größte, die mich am meisten alle, für diese entscheiden wir uns. Die andere Frucht ist auch vom Herrn und die Frucht schmeckt genauso. Aber wir streben nach irgendetwas und das ist der Mensch. Und das ist das Problem an den Menschen. Deswegen hat sich der Herr für uns heute, weil er weiß, dass wir so sind. Ganz einfach, wir können ohne das. Egal, wenn wir irgendwo hingehen, wenn wir kaufen, schauen wir, dass ein Loch oder so oder irgendwo was ist, wird. Weil der Mensch nun mal so ist, freien Willen hat das zu tun. Deswegen der Herr geopfert, das ist, was ich dir dazu sagen kann. Weil der Mensch einfach ein Sünder. Durch und durch. Jeder von uns. Es gibt keinen Menschen. Wenn wir was Gutes tun, das ist Egoismus. Weil wir uns wohl gut fühlen dadurch. Der Mensch ist nur auf Ben. Und ohne den Herrn kommen wir nirgends hin. Das kann ich euch sagen. Und jetzt können Sie das fahren. Lucifer Lichtbringer, hast du eben was aus der satanischen Bibel vorgelesen gehabt? Das ist korrekt, ja. Okay, und kann ich dir mal was sagen, was in der Bibel steht, also in der richtigen Bibel? Da steht zum Beispiel, also dass Satan, der Luzifer, der Vater aller Lügen ist und von Anfang an ein Menschenmörder war. Das gefällt dir auch nicht, oder? Was war der? Der Vater der Lüge und von Anfang an ein Menschenmörder. Also ich beantworte dir die Frage gleich. Moment, lieber Sky, ja? Was hat man davon, ein Freimaurer zu werden? Jeder, noch einmal, jeder Mensch ist einzigartig in jeglicher Art und Weise. Ja, jeder hat ein Wissen. Wenn du in der Freimaurerloge bist, umso länger du bist, umso höher steigst du rauf. Ja, ich bin kurz vor dem 30. Grad in der schottischen Ritual. Und wie gesagt, man hat so ein Wissen, ja, das ist unbeschreiblich. Ich bin nicht allwissend, das bin ich nicht, ja. Aber da hast du so ein Wissen. Und natürlich muss man auch gewisse Rituale machen, keine Frage. Etwas nicht so schönere Rituale, aber es hält sich in Grenzen, ja. Und jetzt noch einmal deine Frage, bitte. Entschuldigung. Du hast uns ja ein Vers vorgelegt, wo du gesagt hast, der wird uns nicht gefallen. Ja, aus der Bibel von Anton LaVey oder was auch immer. Ja, richtig, ja, richtig. Und ich habe gesagt, in der richtigen Bibel wird über den Satan, den Luzifer, geschrieben, dass er ein Lügner ist, der Vater der Lüge, ja. Und von Anfang an war er ein Mensch. Ja, dann kannst du nicht alles glauben. Man kann nicht glauben, was im Koran alles steht. Man kann nicht glauben, was in der Bibel steht. Was dort steht. Ne?
Ja, aber Luzifer wurde verbannt von Gott. Er hatte alle Rechte. Das glaubst du schon, ne? Das glaubst du schon. Das steht ja auch in der Bibel, was du gerade gesagt hast. Und das glaubst du schon, dass er ein gefallener Engel ist, verbannt wurde von Gott. Das glaubst du, aber wieso glaubst du nicht, dass er der Pater der Lüge ist und von Anfang an ein Mensch mehr? Ja, was glaubst du, Luzifer? Ist Luzifer für dich ein Dämon oder ein Engel? Es ist ein gefallener Engel und somit ist er kein wahrhaftiger Engel mehr und eben ein gefallener Engel. Man kann ihn auch sozusagen den Vater der Dämonen nennen oder den ja, König der Dämonen. Ja, nicht, der nicht verschiedene gefallene Engel unter sich hat. Ja. Ne? Er wurde dann zu Satan. Ja? Genau, zum Widersacher. Das bedeutet ja nichts anderes als Widersacher. Aber er ist nicht alleine gefallen. Er ist ja nicht alleine. Er wollte sich dem Allerhöchsten gleich machen. Ne? Aber er hat Gott immer zur Probe gestellt. Die Menschen und so weit, die Sünden und so. Ja? So wie Adam und Eva im Garten Eden als Schlange, Luzifer, Satan. Also im Endeffekt machen die Menschen heute noch das, was Luzifer Gott immer prophezeit hat. Ja? Ja, weil wir uns vom Satan, weil so Leute wie du dem Satan nimmst. Bitte? Weil so Leute wie du Satan in dein Herz laufen und. Ich hör dich leider nicht. Nochmal sagte, weil es so Menschen wie du gibt und den Satan verehren und. Das ist so, wie wenn dein, ich weiß nicht, was für ein Verhältnis du mit deinem leiblichen Vater, du hast gutes Verhältnis mit deinem Vater und streitet sich mit deinem, mit deinem Vater, mit deinem Vater. Jetzt kommt ein Freund von deinem Vater und streitet deinem Vater. Und du weißt aber, dass dein Vater... Es gibt zwei Väter, ich habe keinen Vater, mein Vater ist schon gestorben. Ich mach dir doch ein Beispiel. Jetzt hör doch mal ein Beispiel bitte zu. Okay, sieh mal, du hast einen Vater und ein Freund von deinem Vater steht mit deinem Vater. Und du weißt aber, dass dein Vater, das weißt du. Du weißt, dass dein Vater für das... Aber du stellst dich auf die Seite von dem, den dein Vater gestritten hat. Was machst du? Du stellst dich vom Satan und denkst, dass der Satan zurückkommt dann zum Herrn. Herr, verzeih mir das, was ich gemacht habe. Ich habe diese zig Milliarden Menschen Versuchung gebracht, habe sie in die Hölle gebracht. Verzeih mir. Und der Herr sagt, kein Problem, komm rein. Dann hätte er nie verbannt. Dann hätte er nie vom Paradies verbannt. Niemand. Weil wenn er wüsste, dass wenn er sowieso ihn verzeiht, wieso sollte ihn dann... Das wäre sinnlos gewesen. Aber okay, jetzt stelle ich dir... Hört ihr mich? Hallo, hört ihr mich? Ja, ich höre. Schau her. Okay, folgendes. Warum müssten arme Menschen eine Opfergabe Gott geben? Warum? Haben nichts zu essen, fast nichts zu essen und müssen Gott eine Opfergabe geben? Warum? Wann denn? Das war, wo wenn sie gemacht haben, da im Alten Testament haben sie irgendwas, aber doch nicht jetzt. Wer opfert jetzt was, irgendwas für den Herrn zu machen? Macht doch kein Mensch. Ja, das stimmt. Das war damals richtig, ja. Du musst ja nur zum Glauben kommen. Du musst nur an den Herrn glauben. Ich verstehe nicht, warum ihr Problem damit hat. Ihr ruft alles zu euch, aber das weiß der von euch, verstehe ich nicht. Ja, aber ich glaube, jeder hat seine eigene Meinung. Ich verstehe es nicht. Ich habe nicht gesagt, dass du das machen musst. Ich habe gesagt, ich versuche das zu verstehen, warum es Menschen, die das nicht mal versuchen, nicht mal versuchen zu kommen, die ihn einfach von sich wegdrücken, weil sie es wollen. Verstehe ich nicht. Aber um deine Frage zurückzukommen, glaube Jesus. Ja. Du atmest Gottes Luft, nicht Luzifers. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich atme Luzifers Luft. Und Gott ist in meinem Herzen. Natürlich ist das ein Widerspruch in sich, ja, keine Frage. Aber Luzifer gibt mir so viel Kraft und so viel Licht, dass mir Gott niemals geben kann. Niemals. Kannst du das mal erklären, wie du das meinst? Er gibt dir so viel Licht und Kraft. Weil Luzifer einfach die Wahrheit verkörpert und nicht die Lügen der Kirche. Darf ich dich fragen, wie dazu gekommen ist, bist du Satanistin? Also, ja. Bist du auch denn, praktizierst du das denn auch? Ja, ich lebe danach und ich praktiziere es. Okay, dann habe ich auch eine Frage an dich, Lori. Bist du Alt-Satanismus oder Neu? Alt. Okay, sehr schön. Ja.
Einen Moment, ich komme gleich wieder. Minuten. Komm gleich wieder, einen Moment. Ja, hallo Gottes Segen, Schwester. Hallo. Warte, ich mach mal ein anderes Bild rein. Ja, du. So. Es sind so viele Leute dran und hier redet nicht ein einziger. Hallo? Ja, dieses Symbol, jeder, wenn man nicht, mehr Zeit warte nicht, ganz kurz. Ja, dieses Symbol gehört zu den Illuminaten, ja, auch zu den Freimaurern, keine Frage. Wir vergöttern auch Luzifer, der Lichtbringer, ja, so wie viele Politiker und große Präsidenten. Aber noch einmal, zwischen Illuminaten und Freimaurer sind zwei Paar Schuhe, ja. Wir haben verschiedene Logen, keine Frage, aber die Illuminaten, ja, Freimaurer sind auch nicht ohne, das ist richtig, ja. Aber Illuminaten, naja, das ist so. Sei dahingestellt. Ja gut, es kommt dann halt immer drauf an. Ne? Also auf jeden Fall, wir wissen ja, dass die ganzen Stars involviert und eingeweiht sind und dass sie auch der Freimaurerloge hören. Ja, aber lieber Tenny, ja, du warte, sagst immer... Ich wollte noch was sagen. Guck mal, es gibt einmal natürlich, du weißt ja auch, es gibt einmal die Blauen, die Unwissenden, die Unterrängigen. Und natürlich gibt es die hochrangigen Freimaurer, die erleuchtet worden sind. Ne? Ja, das ist korrekt. Und ich gebe dir zu 100% recht. Ich habe vor dir ein Video gesehen von South Park. Ja? Das war erschreckend, wirklich erschreckend. Ich wollte das speichern, aber welches das ist mir Video? Zu gefährlich, weil du warst die Idee, ja, das wird dir sofort gelöscht dann. Und das ist pure Wahrheit. Welches die Video? Simpsons zum Beispiel und South Park. Ja? Aber die Illuminaten verkaufen die Seele den Teufel, Lucifer. Oder Satan, ja? Oder das, ich meine, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, weil da bist du gesperrt, aber wegen Blut und so, ja? Die verkaufen die Seele zum Teufel. Aber die Freimaurer, ich würde nie meine Seele verkaufen an den Teufel, niemals. Ja gut, du bist dann wirklich einer, der dann vielleicht ein Hobby-Satanist ist? Ich weiß es nicht. Guck mal, ich kenne dich nicht, ne? Na, natürlich, warte bitte ganz kurz. Guck mal, ich kenne dich ja nicht. Ne? Es kann sein, dass du wirklich sehr tief drin bist, dass du wirklich Ahnung hast und du weißt, was du tust, oder du weißt es wirklich nicht. Zum Beispiel bei Sido gibt es ja ein Video, so mache ich es. Und da siehst du ja auch dieses die Einweihung in der Freimaurer und dann sieht man ja auch dieses Ritual, was danach gekommen ist. Also zeigen uns auch zum Beispiel in den Musikvideos und in den Filmen zum Beispiel, was sie dann machen. Und kennst du den Rapper SpongeBob, wie der heißt? Wie bitte? Kennst du den Rapper SpongeBob? Na, sag mir nichts. Ja, da ist auch... eine kurze Frage. Auch. Seid ihr gleich noch kurz, da? Warte bitte. Warte ganz kurz. Ich muss meinen Sohn von der Schule abholen. Ich würde sonst später wiederkommen. Ja, okay. Da siehst du ja auch zum Beispiel, dass er da unterirdisch geht mit dieses Freimaurerschwert und dass sie dann da alle Blut trinken. Ne? Und dann siehst du ja auch den Stempel, Freimaurer und dass sie dann da mit Robenkapuzen Blut trinken. Es gibt ja einmal die blaue und die rote Loge. Richtig. Ja, und wie ich schon sagte, es gibt einmal die Wissenden,
Und einmal die Unwissenden, die Erleuchteten und die Nicht-Erleuchteten. Ja? Ne? Die Nicht-Erleuchteten, die wissen das ja gar nicht. Die haben ja gar keine Ahnung. Weißt du? Guck mal, wenn du jetzt in der Politik bist. Du bist in der Politik, Lucifer, ja? Nein, ich bin und Beamter. Du bist ganz am Anfang. Du bist so, sowas wie der, der den Müll leer macht. Dann weißt du doch nicht, was sie da oben machen, was sie da oben besprechen. Du weißt ja, das doch ist gar richtig. Nicht. Richtig, genau. Richtig, ja. Ah, lieber Jesus des treu Islam, ja? Die Illuminaten verkaufen die Seele an Luzifer oder den Teufel und können den Satan anbeten, ja? Die Freimaurer, noch einmal, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Freimaurer beten weder Luzifer noch Sonstiges an, ja? Wir haben das allsehende Auge, wir haben das gleiche Symbol, keine Frage, aber wir beten die nicht an. Es sind verschiedene Glaubensrichtungen in der Freimaurerloge. Warte, Dave, lass sie mal bitte reden. Das stimmt aber nicht. Ja, warte mal, rüber, lass ihn mal bitte einmal ausreden und dann kommt. Warte mal, Stefan sagt Römer und danach Römer und danach bin ich, weil ich wollte was sagen. Okay, jetzt sag mal. Beziehungsweise noch einmal, schau, wir beten den gleichen Luzifer, den Lichtbringer, das allsehende Auge an, ja, aber wie gesagt, die Illuminaten verkaufen die Seele an den Teufel, Satan, ja, und beten wahrscheinlich den auch an, ist ja verständlich, aber die Freimaurer, ja, da gibt es Logen in verschiedenen Ländern, das sind verschiedene Glaubensrichtungen, ja, da, das ist komplett Schwachsinn, was der schreibt. Und wer jetzt? Du wolltest was sagen. Bruder Seiko, du hörst dich sehr leise an. Du hörst dich einfach zu leise an. Ich muss, ich weiß nicht, was ist. Kann man das Mikro hier laut, geht das? Ich glaube, mein Mikro ist leise gestellt, aber ich kann das nicht laut, ich hin soll. Weiß es? Ja. Auf jeden Fall. Wenn ich den Mario und das Freimaurer, der verletzt mich, tut mir leid, der verletzt ein bisschen normal, lang dauert. Und kann nicht funktionieren, dass du sagst, ja, vielleicht Freimaurerlogen, die verschiedene Glaubensrichtungen haben, nichtsdestotrotz kann es nicht funktionieren, dass Glauben, den Glauben richtig praktisch sein muss, weil die noch nebenbei was an, wie sagt man, angötzen. Das ist meiner Ansicht nach. Und mir nicht, du kannst nicht zwei Götter dienen, das geht nicht, zwei Herrscher dienen, du kannst keinen zwei Fürsten haben, nicht. Auch in der Bibel steht geschrieben, dass es nicht funktioniert. Was bedeutet für dich angötzen? Ja, du kannst, es kann ja nicht sein, dass du irgendwelche Rituale machst, ohne irgendjemanden zu beten und anzugötzen. Und okay, ich sage ein Beispiel. Rituale, wie gesagt, Unsinn. Der Mensch ist das böste Wesen. Ja, der Mensch ist das böste Wesen. Geh mal in einen Schlachthof. Warst du schon mal in einen Schlachthof, wo die Kühe und Schweine geschlachtet werden? Schau diesen Tiere in die Augen. Ja, die weinen. Die weinen. Da ist Blut. Da gehst du von Knie aufs Blut. Was wir machen, die Freimaurer, wir opfern auch Opfergaben, keine Frage, aber das niemals Menschen. Ja? Und wie soll ich sagen, ich muss da aufpassen, ich kann nicht zu weit gehen, aber. Aber du betest trotzdem. Du betest, ja, du sagst den nicht an, verehrst ihn. Warte mal, was opfert ihr? Ich will jetzt wissen, was ihr opfert. Dann bitte, sag mal, was in der Richtung? Es muss ja, ist das ein Lebewesen? Ihr opfert ja irgendwas. Ja, das ist korrekt. Ist das ist ein Lebewesen. Das ist ein Lebewesen, das ist korrekt, ja. Siehst du? Also ihr opfert auch, was ein Lebewesen sieht. Ihr, also da ist auch mit Opferung und Blut trinken in Verbindung. Ganz kurz. Die Menschen töten die Tiere, weil sie Fischeslust haben und Fleisch essen möchten. Tötet die Tiere aus einem egoistischen Grund.